Hi, ich bin David Lohner und wir werden in diesem Semester das Vergnügen haben, gemeinsam in diesem Seminar Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität oder kurz L2D2 miteinander zu arbeiten und mit und hoffentlich auch voneinander ein bisschen was zu lernen. Ich glaube, dass dieses Seminar ganz relevant ist, heutzutage mehr denn je, denn die Digitalisierung, was immer das sein wird, werden wir im Laufe des Seminars noch näher bestimmen und kennenlernen, immer weiter voranschreitet oder immer weiter um sich greift und natürlich auch den Bildungsbereich und die Schulen und auch alles andere darum nicht verschont lässt, sondern dort auf jeden Fall Einfluss hat. Und wir, insbesondere ihr natürlich als angehende PädagogInnen und Lehrkräfte, müsst damit früher oder später umgehen können. Und genau das möchte ich in diesem Seminar mit euch erreichen, dass ihr bestmöglich gewappnet seid, um in dieser digitalen Welt souverän zu agieren. Das heißt, es gibt in diesem Seminar tatsächlich das Lernziel, das so grob sich beschreiben lässt, damit, dass ich euch dabei helfen möchte, ein gewisses Mindset, eine gewisse Haltung gegenüber bestimmten Themen zu entwickeln. Ja? Und ihr werdet häufig feststellen, dass es in unserem Seminar kein richtig oder kein falsch gibt, sondern es gibt nur Argumente für oder wider bestimmte Dinge und ihr oder ich möchte euch in die Lage versetzen, die Argumente selbst auszuwählen und natürlich dann auf Basis derer fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich selbst bin Doktorand hier am Institut für Berufspädagogik und Allgemeine Pädagogik und promoviere im Bereich digitale Medien zu digitaler Lehre. Also das ist schon genau mein Steckenpferd und das macht mir sehr große Freude, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und für das Seminar habe ich geplant, dass wir uns grob mit drei verschiedenen Themenbereichen auseinandersetzen. Nämlich zum einen, das wird der Anfang und der Start sein, ein bisschen die theoretische Seite zu beleuchten. Ja, wo kommen wir her? Das Schulbildungssystem, wie hat sich das die letzten Jahrzehnte entwickelt und wieso stehen wir vielleicht jetzt an so etwas wie einem Scheidepunkt hin zu dieser digitalen Welt? Ja, und da wird sicherlich das Werk Die Kultur der Digitalität von Felix Stalder einen sehr, sehr großen Part spielen. Das ist im Grunde der zentrale Dreh- und Angelpunkt dieses Seminars, aber dazu, wie gesagt, in einer der späteren Sitzungen mehr. Der zweite Teil wird sein, dass wir uns natürlich auch mit der Praxis des digitalen Lehrens und Lernens auseinandersetzen, sodass ich euch Dinge zeige und natürlich ihr mir auch Dinge zeigen dürft, mit denen man digitale Bildungskontexte gestalten kann, ja, oder auch selbst Dinge entwerfen kann. Wir werden Tools kennenlernen, die ihr im Unterricht später, wenn ihr dann irgendwann in den Schuldienst geht, einsetzen könnt und so weiter und so fort. Und danach, als dritten Teil, werden wir natürlich so den Blick ein bisschen weiten und letzten Endes den Transfer dieser ersten beiden Teile in die reale Welt, also in die Welt außerhalb eures Studiums, projizieren oder eben transferieren. Das heißt, wir werden uns Beispiele anschauen, wir werden uns bestimmte Themenfelder anschauen und bearbeiten und darüber nachdenken, die mit diesem Themenkomplex der Digitalisierung zusammenhängen und die natürlich auch in engem Geflecht stehen mit dem, was an Schule passiert, was in der unternehmens- und betrieblichen Welt passiert in dem Bereich und wie man das vielleicht zusammenbringen kann oder wie es vielleicht auch besser auseinandergehalten werden sollte. Und ich glaube, dass das ein sehr spannendes Seminar sein kann, um die Vielschichtigkeit dieses, ich habe es schon gesagt, Themenkomplexes, denn das ist es, komplex, um die Vielschichtigkeit zu begreifen. Und ich halte euch tatsächlich dazu an, fragt Dinge nach in der Gruppe, wenn es Fragen sind, die für alle relevant sind. Fragt das auf einem Wege, dass auch alle diese Fragen und natürlich auch die Antworten sehen können, dass vielleicht auch nicht nur ich antworten kann, sondern jemand anders aus der Teilnehmerschaft. Und ich denke, dann schaffen wir hier eine schöne Atmosphäre, in der wir ein gegenseitiges Geben und Nehmen von Wissen haben. Ja, also es ist nicht so, und das möchte ich gar nicht so verstanden wissen, dass ich hier irgendwelche Weisheiten auf dem Silbertablett serviere, sondern ich möchte, dass wir das alles gemeinsam im Gespräch, im Diskurs erörtern und uns gemeinsam erarbeiten. Und dass wir natürlich verschiedene Sichtweisen uns anschauen, die erörtern und dann vielleicht auch tatsächlich zu einer Bewertung dieser Sichtweisen kommen. Und genau das, habe ich ja zu Beginn schon gesagt, ist eigentlich das Lernziel. Ich möchte euch dabei unterstützen, genau solche Entscheidungen in Zukunft selbst treffen zu können, dass ihr, wenn ihr in der Lage seid, Bildungsprozesse zu gestalten, dass ihr das mit über digitale Medien möglichst souverän und mit guten Entscheidungen selbst machen könnt.
In diesem Sinne, ich freue mich sehr auf ein Semester voller Diskussionen zu spannenden Themen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.